und alles andere sind Spekulationen und deswegen will ich da auch nicht zur Stellung nehmen. Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Im Ligaspiel morgen in Bremen sollen die beiden Streithähne Ribéry und Robben wohl auf der Ersatzbank sitzen, um sie für das Rückspiel in Spanien zu schonen. Und jetzt mehr aus Bayern von unseren Bayern. Das ist jetzt Aufnahme vom Stau. Die Bayern-Reporter fanden regional. In 6 Tagen endlich beginnt die Landesgartenschau in Bamberg. Aber schon heute durften Kids zusammen mit Kinderbuchautor Paul Mahr die Spielplätze hier testen. Ja, das ist das Spielplatz. Die Rutsche ist so toll, weil sie so hoch ist. Nach ihren Samstbüchern wurden die Spielplätze ja zusammengetüftelt, Herr Mahr. Am Sonntag müssen die Kinder mit Sonnenreflektoren die Sonne einfangen. Am Dienstag hat der Taschenbier Dienst, und zwar in der Schirmfabrik. Deswegen stehen hier diese Wackelschirme. Und die restlichen Tage werden noch nicht verraten. Aus Bamberg, Stefan Burkhardt, Antenne Bayern in Oberfranken. Oberbayern regional. 252 Stufen muss man hier im Turm von St. Paul nach oben steigen. Doch die Anstrengung lohnt sich wirklich. Ein super Ausblick über die Stadt und die Theresienwiese. Und da findet ja ab heute wieder das Frühlingsfest statt. Pünktlich zum Start dürfen Besucher auch wieder rauf auf den Turm und sind begeistert. Es ist eine tolle Stimmung, so wie wir es lieben. Und dann sieht man München, wie es lebt und lebt und wie es am schönsten ist. Aus München, Maria Greckel, Antenne Bayern in Oberbayern. Oberpfalz regional. Ein Horrorszenario wäre es, wenn es hier in der Chemiefabrik in Stuhl zu einem Störfall kommt und Schwefel oder Flusssäure austreten würde. Für die Arbeiter hier, aber auch für die Menschen drumherum könnte Lebensgefahr bestehen. Für den Ernstfall liegen natürlich besondere Notfallpläne vor, doch das ist nur Theorie. Um die Rettungsmaßnahmen auch in der Praxis kennenzulernen, gibt es heute eine Großübung. 40 Feuerwehren machen mit. Sie wissen noch nicht, welchen Störfall sie da vorfinden werden. Aus Stundungen für Antenne Bayern in der Oberpfalz. Und das waren die Antenne Bayern Nachrichten um 14 Uhr. 3:02 hier ist das Antenne Bayern Verkehrszentrum, exklusiv mit Echtzeitmessung. Es ist viel los, aber das kennen Sie vom Freitagnachmittag. Unterfranken A3 Frankfurt Richtung Würzburg, zwischen Lösbach und Weibersbrunn 5 Kilometer. Ich will jetzt ganz schnell ins Wochenende, Stau. Weiter auf der A3 Nürnberg Richtung, weiter auf der A3 Richtung Nürnberg, zwischen Höchstadt Nord und Erlangen West 8 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Hier ist die rechte Spur blockiert, laut Antenne Bayern Echtzeitmessung. Brauchen Sie aktuell 32 Minuten länger, aber bitte bleiben Sie auf der Autobahn, denn über die Landstraße würden Sie noch deutlich länger brauchen. A7 Würzburg Richtung Fulda, zwischen dem Gramschatzer Wald und dem Dreieck Schweinfurt-Werneck 11 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. 2 Spuren sind aktuell blockiert. Wir haben eben mit der Polizei telefoniert. Die Abschleppdienste sind unterwegs, also es wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis diese Unfallstelle geräumt ist. Laut Antenne Bayern Echtzeitmessung brauchen Sie momentan noch 69 Minuten länger. Nach Schwaben auf die A8, München Richtung Stuttgart, zwischen Burgau und Günzburg ein Unfall, die rechte Spur ist blockiert. A9 München Richtung Nürnberg, zwischen Allershausen und Pfaffenhofen an der Ilm, Stau nach Unfall, linke Spur blockiert. Laut Antenne Bayern Echtzeitmessung dauert es aktuell 28 Minuten länger. A9 Nürnberg Richtung Berlin, hier gab es bei Rudolfstein in der Überleitung zur A72 einen Unfall, die rechte Spur ist dicht, aktuell 2 Kilometer Stau. A72 Hof Richtung Plauen, zwischen dem Dreieck Bayerisches Vogtland und Hof Nord 3 Kilometer Stau, hier ist ein Handbus auf der rechten Spur. Und A96 Lindau Richtung München, zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen, stockt nach einem Unfall, hier ist die linke Spur blockiert. Die neuesten Blitzer stehen auf der A96.